Flucht. Luca nahm seine Jacke und ging, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Als er fort war, rollten Mila dicke Tränen über die Wangen. Sie wollte ihn doch gar nicht verletzen, aber was sollte sie machen? Sie hatte ja doch keine Wahl. Irgendjemanden musste sie sich aber anvertrauen. Alleine würde sie nicht mehr lange durchhalten, aber wen? Keinen ihrer engsten Freunde wollte sie mit ihren Problemen belasten. Sie hatten sich schon genug um sie gesorgt und sich um sie gekümmert in der letzten Zeit. Auch ihre Oma war wohl nicht die richtige Person. So gerne hätte sie nun eine Mutter, mit der sie über alles reden könnte. Als sie die von ihren Freunden mitgebrachten Fotoalben ansah, kam ihr die Idee. Sie würde sich ihrer Patentante anvertrauen. Sofort klingelte sie nach einer Schwester und bat sie, ihr die persönlichen Sachen zu bringen. Als sie wiederkam, war glücklicherweise auch ihr Handy dabei. Schnell tippte Lila eine SMS ein. Hallo Patin, sorry, dass ich mich lange nicht gemeldet habe. Aber in letzter Zeit ist viel passiert. Ich und mein Freund hatten einen Autounfall. Ich lag ein paar Tage im Koma. Mir geht es aber wieder besser. Könnten wir uns vielleicht mal wieder auf einen Kaffee treffen? Ich werde in 14 Tagen entlassen. Dann könnte ich zu dir kommen. Wie geht es euch? Liebe Grüße, Lila. Dann schickte sie sie ab. Ein paar Minuten später klingelte das Handy auch schon. Eine SMS von ihrer Patentante. Meine Güte, mein Schatz. Wieso hat mir keiner Bescheid gesagt? Ich wäre sofort ins Krankenhaus gekommen. Wie geht es dir? Was sagen die Ärzte? Was ist mit Leo? Und selbstverständlich kannst du erstmal zu mir kommen, wenn du entlassen willst. Also, du machst vielleicht Sachen. Werd nun schnell wieder gesund, mein Liebe. Liebe Grüße, Patin. Lila war erleichtert, dass ihre Patin sie so herzlich erwartete. Sie würde es bestimmt verstehen und ihr helfen können.